Am Wort ist Beate Meinl-Reisinger, die Justizsprecherin der NEOS. Das ist jetzt ein bisschen ruhiger abzuhandeln als meine Vorredner. Ich verstehe die Emotion bei dem Thema, aber ich verstehe eins nicht, warum man hier nicht mit einem etwas kühleren Blick an die Sache rangeht. Denn es geht natürlich auf der einen Seite darum, ein Danke zu sagen an die Exekutive für die Leistung, die sie bringt, tagtäglich, keine Frage. Es geht aber auch darum, dass es ein Vertrauen geben muss seitens der Bevölkerung, seitens der Bürgerinnen und Bürger in diese Exekutive. Und die entscheidende Frage bei dieser Frage des Vertrauens ist meines Erachtens die Frage, wie man dann, wenn es zu Vorfällen gekommen ist, wo es Misshandlungsvorwürfe gibt, mit diesen Misshandlungsvorwürfen umgeht. Das, meine Damen und Herren, ist ganz im Interesse genau dieser Beamtinnen und Beamten, weil nur dann ist der Ruf auch wirklich unversehrt. Und die Frage, die hier im Raum steht und angesprochen wurde vom Kollegen Pilz, und dafür bin ich ihm dankbar in seiner dringlichen Anfrage, ist, ob die Art und Weise, wie mit Misshandlungsvorwürfen umgegangen wird innerhalb der Polizei, ein guter Weg ist, ob es tatsächlich objektiv passiert. Ja, es ist auch, geht auch um die Justiz. Ich möchte einen Fall herausgreifen, der auch thematisiert wurde in der dringlichen Anfrage, weil ich glaube, auch Sie, Herr Rosenkranz, hier doch gesagt haben, so in den Raum gestellt haben, quasi nach welche Art der Opfer schützen Sie hier eigentlich, Herr Pilz. Und zwar, das ist der Fall der 47-jährigen Wienerin, der Unternehmerin Claudia W., die in der Silvesternacht an einer Tankstelle in Wien von Polizisten angehalten, verhaftet wurde und offensichtlich auch Verletzungen im diesen Zusammenhang davongetragen hat. Der Falter hat die Geschichte aufgebracht. Es ist ein Video aufgetaucht von dieser Nacht aus von der Tankstelle, die eigentlich vehement den Schilderungen der Polizei widerspricht. Ich darf auch in Erinnerung rufen, dass ja ein Verfahren gegen diese Dame wegen Widerstand gegen die Staatsanwaltschaft und schwerer Körperverletzung vorliegt. Die Frau W. hat uns gebeten, auch folgende Fakten hier vorzutragen. Ich habe hier, und das haben Sie auch gesagt, man soll hier bitte auch Dinge vorlegen, den Amtsvermerk der Landespolizeidirektion Wien, von jener Nacht, wo vermerkt ist, wie denn dieser Raufhandel an der Tankstelle abgelaufen sei. Da findet sich folgender Satz darin. ML erfasste einen Arm der Dame und ging mit ihr in Richtung des geparkten PKWs. Die Dame versuchte, sich loszureißen und begann, die anwesenden Beamten lautstark zu beschimpfen und sich wiederum äußerst aggressiv zu verhalten. Nun ist das leider aber nicht das, was man auf dem Video sieht. Das muss man klar sagen. Was ich auch hier habe, ist das amtsärztliche Protokoll, polizeiärztliche Gutachten aus der Nacht, 4.45 Uhr, aufgenommen in der Gummizelle. Also in der Gummizelle wurde die Dame untersucht. Die Amtsärztin hat, ich möchte es wirklich versuchen, ruhig vorzutragen, weil ich habe auch eingangs erwähnt, ich habe großen Respekt vor den Leistungen der Beamtinnen und Beamten. Es geht mir ausschließlich darum, zu zeigen, dass es auch wichtig ist, adäquat zu reagieren, wenn es Misshandlungsvorwürfe gibt und nicht die Opfer zu Tätern zu machen. Die Amtsärztin hat konstatiert, eine Schwellung und eine Hämatomverfärbung am rechten Handgelenk, am linken Handgelenk eine Rötung, Kratzer am rechten Unterarm, Kratzer oberhalb des Gesäßes. Nun wissen wir aber auch von den übersetzten Befunden, die Dame war ja dann im AKH und auch bei anderen Untersuchungen, dass vorgelegen ist ein Steißbeinbruch, Blutergüsse unterhalb des linken Auges, Schädelprellung, beidseitige Knieprellung, Blutergüsse an beiden Handgelenken, Blutergüsse an beiden Schultern, Bluterguss am rechten unteren Schienbein, vielfache Hautaufschürfungen am rechten Unterarm. Hier gab es dann auch bei einem MRT des linken Kniegelenks Tage später ein auffallender Befund aus flauem Knochenmarködem im Schienbeinknopf. Das heißt, sie hat eine wirkliche Verletzung am Knie gehabt. Das Knie hat sich die Amtsärztin gar nicht angeschaut. Was mich besonders verwundert an diesem Protokoll ist, dass steht oder vermerkt ist, dass der Gang normal war. Und wenn man diese Verletzungen sich anhört, dann ist es doch sehr zweifelhaft, dass der Gang normal
war. Eine weitere Sache, und das möchte ich nur einfach noch nicht unerwähnt lassen, am nächsten Tag, am Vormittag, am 1. Jänner, wurde ein Alkotest gemacht. Bei diesem Alkotest hatte die Dame 0,0 Promille. Ich bin jetzt keine Expertin, ich kann das nicht zurückrechnen, aber Sie wissen, und das wurde auch immer wieder erwähnt, findet sich auch im Protokoll, dass die Rede ist davon, dass sie schwer betrunken war in der Nacht. Das weiß ich nicht, ob ich dann am nächsten Vormittag 0,0 Promille hat. Natürlich wird was abgebaut, oder ob das in diesem Ausmaß ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich kann mich hier nicht äußern. Mir geht es darum, wie wird mit der Sache umgegangen? Und das ist ja die entscheidende Frage. Es gibt dieses Büro für besondere Ermittlungen. Die Dame wendet sich an das Büro und bekommt dann, also am 5.1. telefoniert sie, am 19.1. einen Termin. Macht dann dort ihre Aussage. Und wissen Sie, was der Beamte sagt? Er geht jetzt dann ab dem 24. Jänner mal 3 Wochen auf Urlaub und danach wird er die Beamten einvernehmen. Und das ist genau das Problem. Wenn es hier wirklich etwas zu untersuchen gibt, dann ist das über einen Monat später einfach nicht adäquat. Und das ist genau, wäre genau im Interesse der Exekutivbeamtinnen und Beamten, dass hier anders agiert wird, meine Damen und Herren. Das und nur das möchte ich hier zum Ausdruck bringen. Es ist kein Ausdruck des generellen Misstrauens gegen die Exekutive, ganz im Gegenteil. Es geht mir darum, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen bei der Art und Weise, wie wir die Aufklärung machen. Und Frau Bundesministerin, es ist nicht richtig, dass die Volksanwaltschaft schon sich systematisch diese Misshandlungsvorwürfe angeschaut hat. Dazu findet sich im Jahresbericht nichts davon. Wir brauchen natürlich unserer Meinung nach eine einsatzbezogene Kennzeichnung. Ich sehe die Gefahren, die Sie hier beschrieben haben, Herr Kollege Pendel, nicht. Diese Kennzeichnung kann wechseln, sie muss einsatzbezogen sein und natürlich wäre sie hilfreich. Und vor allem brauchen wir eine wirklich unabhängige Untersuchungsstelle für solche Misshandlungsvorwürfe. Mein Kollege Dr. Scherag und ich haben auch die Woche oder jetzt im Zuge dieser Tage einen Antrag eingebracht, der eine solche unabhängige Untersuchungsdisziplinarkommission vorsehen würde. Wir werden das im Ausschuss für innere Angelegenheiten behandeln. Ich würde wirklich ernsthaft bitten, gerade im Interesse der jungen Exekutivbeamtinnen und Beamten, dass wir hier uns überlegen, wie wir einen sauberen Weg finden, solche Misshandlungsvorwürfe aufzuklären, damit das Vertrauen, und das muss es geben, der Bevölkerung in die Polizei gestärkt wird. Vielen Dank. Für einen sauberen Weg, Misshandlungsfälle bei der Exekutive aufzuarbeiten, plädiert Beate Meidl-Reisinger, die Justizsprecherin der NEOS.